Hallo und herzlich willkommen zu uns. Ich bin Sandy und wir spielen heute wieder Alicia Online. Ich sitze immer noch auf Noelle. Ich habe Noelle mittlerweile eine neue Ausrüstung gekauft, habe ihn auch ein bisschen gelevelt und er ist jetzt Stufe 8, hat 81 auf Kontrolle, also er ist mein Kontrollpferd, damit komme ich eigentlich ganz gut klar. Hat 21 auf Agilität, 21 auf Tempo, 23 auf Stärke und 25 auf Geist. Und ich möchte gerne heute wieder mit ihm züchten. Jetzt schauen wir davor noch mal ganz kurz, ob es ihm gut geht. Denn ich habe irgendwo gelesen, dass man schauen sollte, dass die Pferde komplett sauber sind, um einfach die Chance nochmal zu erhöhen. Ich persönlich hätte heute gerne einen Cremello mit einer braunen Mähne. Ich weiß aber natürlich nicht, ob ich den bekomme. Ich glaube, das ist sehr, sehr selten. So, ich wollte eigentlich heute nicht mehr züchten. Es ist nämlich heute schon ein bisschen spät, aber ich hatte jetzt heute einfach mal geguckt, was es im Moment noch für Pferde gibt. Und jetzt habe ich drei Pferde gefunden, die ja alle drei gut aussehen für mich. Der hier kostet nur 10.000 Karotten. Und ich sehe gerade, jetzt hat er schon wieder weniger Sterne bekommen. Es ist ein Cremello mit Stehmähne und kurzem Schweif, aber letztendlich irgendwelche Abstriche muss man machen. Er hat aber leider nur plus 1 als Farbe und die anderen haben alle beide plus 8. Das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal hier mit den, wie heißt er, kann ich nicht lesen, anfangen. Wir probieren es einfach jetzt mal aus. Oh Gott, 30.000 Karotten, oh Gott. Oh, der ist so schön. Oh, schaut mal, wie schön der ist, oder? Oh nein, ich habe nur einen Trostpreis bekommen. So, dann hätte ich gesagt, wir probieren jetzt einfach mal Sammy aus. Der ist nicht ganz so teuer. Der ist zwar ein bisschen klein und kein Schweif und keine Farbe. Oh nein! Okay, jetzt wird es langsam aber kritisch. Wie viele Karotten haben wir noch? 65.000 haben wir jetzt noch. Sollen wir nochmal Sammy nehmen? Oder sollen wir noch mal den teuren nehmen? Der ist halt schon sehr schön und der hat Farbe plus 8. Das ist halt schon richtig gut, ne? Aber 30.000, so viele 30.000er kann ich jetzt nicht mehr hernehmen, ne? Oh, Sammy ist jetzt auch weniger geworden. Das heißt, es züchtet gerade jemand. Ich hätte gesagt, wir nehmen jetzt noch mal den hier für 30.000. Einmal schaffen wir noch, einmal machen wir noch. Wenn wir jetzt wieder kein Folio bekommen, dann nehmen wir den nicht mehr. Oh. Okay, wir haben 13.000 Karotten zurückbekommen. Das ist natürlich gar nicht so schlecht. Und dann hätte ich gesagt, probieren wir nochmal den aus. Und dann wird es langsam auch kritisch. Mit der Farbe, die ich so gerne hätte. Nein, wieder nichts. Oh, nur 700 Karotten. Dann probieren wir es hier mit ihm ein letztes Mal. Ich glaube, ich kriege heute kein Folie. Es ist total traurig. Schade.
Aber leider nicht die Farbe, die ich gerne hätte. Kontrolle mit 73. Ein 6er Pferd ist es geworden. Wir nennen das Pferd Red. Irgendwas kann ich nicht. Weiß ich nicht. Was habe ich falsch gemacht? Dann nennen wir es Red Berry. Dann haben wir Red Berry. Unsere kleine Red Berry. Ach, die ist ja süß. Oh, die ist ja zuckersüß. Okay, hat uns auch genügend Geld gekostet, unsere kleine Red Berry. So, sie hat 73. Das heißt, ich kann sie, ich glaube, bis 103 skillen, kann das sein? Ich kenne mich im Moment noch nicht so aus. Oh nee. So, sie isst von Natur aus gerne, aber sie hat irgendwie gar keine Mähne geschnitten. Oh, das ist sehr, 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 sehr schade. Noch so viel Euronen hier, beziehungsweise noch so viel Alisha-Geld. Aber die Red Berry sieht sehr, sehr süß aus. Sie gefällt mir sehr gut. Die Blässe ist sehr schön. Ja, habe ich jetzt hier auch mal richtig Pech gehabt. Mit Noel hatte ich ja gleich Glück. Das allererste Mal, als ich ihn gezüchtet habe. Mit Red Berry, ich glaube, ich habe jetzt fast 70.000 Karotten ausgegeben. Für ein Fohli, das keine Mähne hat, nicht meine Farbe hat. Aber was soll man machen? So, Red Berry ist jetzt erwachsen. Und ja, ist trotzdem ein ganz schönes Pferd geworden. Ich finde es total schade, dass sie gar keine Mähne hat. Den Schweif, den finde ich jetzt nicht so dramatisch. Jetzt besucht mich gerade jemand. Aber ja, ohne Mähne ist es natürlich ja ein bisschen traurig, ne? So, die Shasha besucht mich gerade. Hi, Shasha. Jetzt hätte ich gesagt, wir schauen uns die Redberry nochmal an. Ohne Ausrüstung. Und dann nochmal mit der Pegasus-Ausrüstung. Die Pegasus-Ausrüstung habe ich noch 2 Tage. Ja, sie ist ein total schönes Pferd. Es ist total schade, dass sie keine Mähne hat. Weil sonst würde sie mir richtig, richtig gut gefallen. Jetzt packen wir nochmal die Pegasus-Ausrüstung drauf. Die haben wir geschenkt bekommen. Also mit dieser Pegasus-Ausrüstung sieht sie auch richtig, richtig toll aus. Aber ich glaube, fast jedes Pferd sieht mit der Ausrüstung gut aus. Wir werden die Red Berry auf jeden Fall jetzt erstmal behalten. Sie ist das einzige Pferd in der Farbe, das ich habe. Ich werde wahrscheinlich nicht mit ihr weiter züchten, weil sie, wie gesagt, ja, von der Mähne und vom Schweif nicht das ist, was ich mir vorstelle. Aber ich werde sie jetzt erstmal behalten, werde sie ein bisschen leveln. Und dann schauen wir mal, ob sie bleibt oder ob ich sie freilassen werde. Dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Servus!